Let it grow. Ja, wir starten heute sofort durch, denn es gibt wieder einiges, was ich hier euch zeigen möchte. Und dann starten wir also, wie gesagt, jetzt sofort hier unsere Peperomia Raindrop, römische Variegata. Sie bekommt ein neues Blatt. Das schauen wir uns gleich etwas näher an. Ja, also das, mal gucken, ne? Ich zeige es euch gleich. So, dann kommen wir hier ganz kurz zu, nicht zu dem kleinen Wassertropfen, sondern zu der Alocasia Red Secret. Das ist das neue Blatt, was sich jetzt entwickelt hat. Wunderhübsch, richtig hübsch anzusehen. So, jetzt zeigt sich hier aber noch etwas, und zwar, da war ich gerade sehr überrascht. Ja, klammheimlich hat sich nämlich noch etwas entwickelt, und zwar sehen wir das jetzt hier. Ja, das sehe ich heute zum ersten Mal bei der Alocasia Red Secret. Sie schiebt sofort ein neues Blatt hinterher und diesmal ein klitzekleines. Ja, habe ich so noch nicht gesehen. Das dürfen wir heute einfach so mitnehmen. Ob das jetzt ein Phänomen ist, das normal ist in dem Sinne, was sich später von selbst erklärt. Ich weiß es nicht, werden wir sehen noch im Laufe der Zeit. Vielleicht hängt es aber auch einfach mit dem Topf zusammen, denn der ist relativ klein. Ich würde sagen, wir topfen ihn heute um. Ja, das werden wir heute machen. Und dann schauen wir uns jetzt noch etwas an, und zwar die Juwelorchidee. Sie fängt ja an zu blühen tatsächlich auch hier. Kriegen wir das noch ein bisschen näher? Nee, doch so. Sie fängt an zu blühen. Der Steckling hier im Wasser. Die Pflanze sieht gut aus, also richtig gut. Und auch die Wurzeln sehen sehr gut aus. In dem Zuge werden wir dann heute mal nachmessen, denn wir hatten ja vor kurzem gedüngt auf 150 Mikrosiemens. pH-Wert war 6,7 am 7.8. Ja, also das hat der Pflanze nicht geschadet und auch nicht den Wurzeln. Von daher ist das schon mal richtig gut gelaufen, muss ich sagen. Ich messe das gleich nach und sage euch dann die aktuellen Werte. Aber am interessantesten heute finde ich das hier. Also das ist jetzt ein Phänomen, wie gesagt, das habe ich so noch nicht gesehen. Gut, wenn man was Neues angeht, kann man sowieso noch nicht alles gesehen haben, ne? Deswegen zeige ich euch das ja auch, was hier so fortlaufend sich entwickelt bei den Pflanzen. Denn es gibt immer wieder mal interessante Phänomene. Wie gesagt, vielleicht selbsterklärend in ein paar Tagen. Aber ja, ist so, wie es ist, würde ich sagen. Und dann nehmen wir das Schätzchen gleich raus. So, Umtopfaktion, kriegen wir den auch noch drauf hier. Ja, guck mal, von unserer Avocado, also der geht es richtig gut. Zickt in keinster Weise rum. Also der hat das nicht geschadet, die Umtopfaktion. Die haben wir gestern gemeinsam mitgenommen. Also ist schon interessant, was so sich hier im Laufe der Zeit, der Jahre kannst du schon sagen, entwickelt. So, okay, also, dann lass uns mal überraschen. Na komm, jetzt so. Ja, was hier Tatsache sich mal zeigt, entwickelt in dem Sinne. Aber das ist schon mal interessant, ne? Dass da einfach so ein kleines Blatt hinterher schiebt. Ja, okay. Oh ja, gespannt. Sind wir gleich auf das, was im Substrat steckt. Außer Wurzeln vielleicht. Mal gucken. Okay. So wunderschön, wie die Panaschierung aussieht. Ja, umso spannender ist jetzt die Geschichte hier. Denn, kriege ich das noch ein bisschen näher dran? Ja, so, noch ein kleines Stück. So, das sollte reichen. Das Blatt scheint ganz weiß herauszukommen. Ich drehe das noch mal ein bisschen. Das eine Blatt hier weg, vorsichtig. Also, ja, so wie es aussieht, kommt hier tatsächlich nur weiß. Oh, das wäre natürlich nicht so schön. Ja, okay, das nehmen wir jetzt erstmal so mit, wie sich das jetzt hier so entwickelt. Also interessant auf jeden Fall. Ich hoffe nur, dass es nicht wirklich ganz weiß ist, aber es sieht tatsächlich jetzt schon so aus, kann man sagen. Ne? Das, ja, okay, warten wir ab, wie die Geschichte weitergeht. Und mal gucken, dann wird es eben ganz gold, auch nicht schlecht. So, jetzt müssen wir hinten einmal kurz hin. Dann sehen wir jetzt hier. Jawohl, 6,3. pH-Wert 6,3, das ist jetzt die Juwelorchidee. Das ist also noch okay. Wir hatten pH-Wert von 6,7 gehabt. Das läuft. Mikrosiemenswert liegt bei 100. Also hier noch alles im grünen Bereich. Und ich muss mir jetzt überlegen, wie wir das in der Wasserkultur weiterführen. Weil in diesem Becherchen ist das nicht so der Burner. Da muss ich mir was überlegen, wie wir das so ein bisschen anders handhaben. Okay, das kurz mitgenommen heute. Und dann holen wir jetzt hier unser Schätzchen raus. Die Alocasia Red Secret. Um zu gucken, wie die Wurzeln dann aussehen bei dem Schätzchen hier. Okay. Vorab machen wir noch ein kleines Update, dann mache ich gleich eine kurze Pause erstmal. Ich bin mir schon recht lange zugange heute Morgen hier. Ich habe erstmal wieder alles versorgt und gegossen. So, weißt du, was das hier ist?
Ja, genau. Kleine Erbsen. Nein, nicht zum Essen. Das sind die String of Pearls, diese Erbsenketten. Das sind unsere kleinen Babys, die wir hier damals reingesteckt haben. Und sie wachsen wunderschön. Und deswegen wollte ich einfach mal kurz ein kleines Update geben, wie die Geschichte sich hier entwickelt. Das ist nämlich so schön, richtig genial. Ja, das macht schon Freude, wenn man so kleine Babys selber heranzieht. Das ist eine richtig coole Sache. So, das als kurzes Update hier. Und wie gesagt, ich mache eine kleine Pause und dann geht es gleich hier weiter im Reich der Pflanzen. Ach, das ist mittlerweile so eine spannende Geschichte. Okay, yippie, das ist also echt richtig genial. Okay. So, zunächst versorge ich die jetzt noch. Die habe ich nämlich heute Morgen noch vergessen, die unsere Orchideen. Ganz wichtig, ne? Aber die kommen auch eine Zeit lang tatsächlich ohne Wasser aus, denn die Wurzeln speichern ja auch, oh lol, speichern ja auch Wasser. Das ist eine richtig coole Sache. So, einmal kurz, einmal kurz, einmal von unten nochmal, denn mittlerweile wachsen die Wurzeln ja auch unter dem Stein her. So, meine Lieben, es geht weiter, heiter, fröhlich. So, hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Unsere Alocasia Red Secret, das sind übrigens die beiden Babys. Wunderschön gewachsen. So, wenn das Schätzchen jetzt rausnehmen, hier ist ein Blatt, ist hier vergangen. Das können wir mal just abnehmen. Das ist jetzt auch Matsche. So, dann im Fühlen, ne, hier unten ist alles okay. Lass uns überraschen, was hier mit der Geschichte los ist. Also ist schon interessant, dass plötzlich nach so einem Riesenblatt ein klitzekleines hinterherkommt. Also das habe ich so noch nicht gesehen, noch nicht erlebt. So, rütteln und schütteln. Ja, Wurzelwerk ist gut. Richtig schön durch. Wo stelle ich den denn jetzt hin? Planung, weißt Bescheid, ne? Ach, ich sage dir, komm da unten, zack. So. Sehr viele schöne, feine Wurzeln. Sehr viele. Und da brauchst du keine Bange haben hier, ne? Also, auch wenn jetzt ein neues Blatt kommt und das eine ist auch noch nicht ganz ausgereift, da brauchst du keine Bange haben. Und hier ist tatsächlich wieder ein Baby und noch ein Baby. Oh mein Gott. Okay. Die nehme ich schon mal ab. Zeige ich euch gleich auch, wie die aussehen. Die befinden sich tatsächlich auch schon im Wachstum. Auch mal interessant. So, haben wir sie jetzt alle? Ja, das ist okay. Also, es ist, was es ist. Dann pflanzen wir das Schätzchen jetzt wieder ein. Wie gesagt, im mineralischen Substrat habe ich da keine Probleme mit, auch wenn sich eine Pflanze im Wachstum befindet. Ach, hier ist noch eine. Guck mal, die leuchtet mich so richtig an hier. Siehst du wohl. Haben wir drei neue Babys. Okay, pass mal auf. Das Blatt können wir noch abziehen hier. Das vergeht gerade auch. Und dann können wir die ganze Geschichte auch tiefer einpflanzen. In dem Zuge, tut, 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 zeige ich euch mal, wie das jetzt aussieht, etwas näher. Ne? Das ist nämlich mal das Interessanteste. An der ganzen Geschichte überhaupt, bei den ganzen Geschichten, die wir haben. Okay. Hier im Detail können wir sehr schön sehen, wie hier eine neue Wurzel herausgewachsen ist. Ne? Und von daher pflanzen wir die Alokasien, wenn wir sie rausnehmen, tatsächlich immer ein bisschen tiefer, damit die neuen Wurzeln dementsprechend sich auch richtig etablieren können im Substrat und die Pflanze dann dementsprechend stabiler steht. So, das, was du hier siehst, dort hingen die Babys dran, das Schwarze, was hier ist. Das ist so eine Art Ausläufer und entwickeln sich dann die Knollen dran in dem Sinne. Wurzeln sehen sehr gut aus, also richtig gut. Und hier sehen wir jetzt die kleinen Babys. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja, und die Spitzen befinden sich tatsächlich schon im Wachstum. Okay, das mal kurz als Detail gesehen. Und dann pflanzen wir das Schätzchen jetzt dann wieder ein. Sind die Pflanzen erstmal im mineralischen Substrat gewachsen, ist es also überhaupt kein Problem, sie zu jeder Zeit herauszunehmen und wieder einzupflanzen, umzupflanzen, wie auch immer. Also ich muss mal kurz hier drüber greifen, denn ich habe das Schätzchen hier vorne liegen. So, mal wie wunderschön die Wurzeln aussehen. Und es sind echt so gut wie gar keine Wurzeln abgefallen. So, wie gesagt, das Ganze kommt jetzt etwas tiefer gesetzt, damit auch wenn jetzt wieder neue Wurzeln entstehen, ne, bei jedem Blatt im Prinzip kommt eine neue Wurzel, dann auch ordentlich einwachsen können. Dann steht die Pflanze richtig fest hier drin. Auch wenn gegebenenfalls dann das eine oder andere untere Blatt wieder verschwinden sollte, vergehen in dem Sinne, ne? Ist dann nicht so tragisch. Es entwickeln sich ja ständig fortlaufend neue. Und umso älter die Pflanze wird, umso schöner werden tatsächlich auch die Blätter. Ich werde gleich zum Vergleich das Geschwisterchen zeigen. Auch hier mineralisches Substrat wieder ganz klarer Fall. Dieses Mal habe ich tatsächlich gebrauchtes Substrat, damit wir das auch wieder verwenden.
So, siehst du wohl. Und wie wir jetzt gesehen haben vorhin, das Substrat, das einfach trocknen lassen, gut ist, ne? Und dann kannst du das wiederverwenden. Du kannst es jetzt auch sofort durchspülen, clean machen im Prinzip und dann trocknen. Ich schmeiße das in so eine Tüte rein, ne, wo das Substrat eigentlich auch drin ist und lasse das da drin einfach trocknen. Und bei gegebener Zeit hole ich es mir dann raus und dann verwende ich das einfach wieder. So, siehst du wohl. Okay, ein bisschen rütteln und schütteln. So. Ne, komm, das lassen wir jetzt so. Gegebenenfalls können wir später noch ein bisschen nachfüllen. So, wir gießen und düngen bei 500 Mikrosiemens. Wie gesagt, wir spülen das jetzt allerdings einmal durch. Ich mache es jetzt im Untersetzer, ne? Dann gieße ich das gleich raus. Und gut ist. Wir müssen allerdings kräftig durchspülen. Das heißt, also ich werde es zwei, dreimal durchspülen hier. Wie gesagt, weil es gebrauchtes Substrat ist. Ne? Wir wissen nicht, was da drin ist. Und wir wollen ja das reingeben, was wir wissen. Also was hier drin ist im Prinzip. Ne? Wie gesagt, jetzt bei 500 Mikrosiemens. Die Alokasien vertragen tatsächlich 1000 Mikrosiemens. Also auch Starkzehrer in dem Sinne, aber nicht ständig. Ne? Also wenn sie so kräftig wachsen, wie es jetzt hier gegeben ist, dann kannst du auch mal weniger geben. So, das Wasser kommt raus, ich spüle es nochmal durch und dann befülle ich das wieder und dann ist gut. Und dann ist die Pflanze wunderbar versorgt und wird uns, ja, dann vielleicht mal zeigen, was das mit dem kleinen Blättchen auf sich hat. Und da konnte man jetzt so nichts erkennen. Ich hoffe mal, dass wir das dann noch herausbekommen, was hier Tatsache gegeben ist oder warum das so passiert. Vielleicht war der Topf zu klein. Dann müsste allerdings das nächste Wasser hinterher kommt wieder groß sein. Ne? Okay, wie gesagt, das sehen wir dann in der Zukunft. Ja, und hier nochmal die Babys gezeigt. Also die wachsen auch wunderschön bei 500 Mikrosiemens. Okay. Die Red Secret. Zum Vergleich, das ist jetzt die, die wir gerade umgetopft haben. Das ist ein Geschwisterchen von der dort vorne, die schon wesentlich größer ist. Die steht auch schon länger in etwas größeren Topf. War aber von Anfang an noch größer gewachsen. Die waren ja damals zusammen in einem Topf, als wir sie gekauft haben. Dass man mal so einen kleinen Unterschied sieht, wie das so aussieht. Ja, das ist schon genial. Sie bekommt übrigens auch ein neues Blatt. Ja, kann man so schon sehen. Ne? Guck mal, wie schnell die sich entwickeln. Das ist also echt heftig. Die ist jetzt hier so rausgerichtet aus dem Raum, ne? Weil sie halt unter einer Pflanze steht. Ist aber nicht so schlimm. Das geht auch tatsächlich. Ne? Ich dachte erst, ich müsste rausnehmen und dann wieder umstellen. Aber das Problem ist dann, wenn ich sie wieder hinstelle, die nächsten Blätter wachsen ja dann doch wieder Richtung Licht. Und von daher kann das ruhig auch mal schräg wachsen. Ne? Solange das nicht umkippt. Gut, wir haben ja auch gut Gewicht hier durch das mineralische Substrat. Von daher passiert das sowieso eigentlich nicht. Ja. Und jetzt Philodendron Birkin. Das ist jetzt echt ein Hammerblatt geworden, muss ich sagen. Das sieht richtig cool aus. Ja, mal gucken, wie die sich weiterentwickelt. Okay, das jetzt kurz hier aus dem Raum gezeigt. Ach so, warte mal. Alokasia, dann haben wir doch noch eine. Moment, schwenk mal schnell rüber. Und zwar hier die Black Velvet. Das erste neue Blatt, was sich jetzt hier wieder entwickelt. Also sie rausgenommen hatten, hatten wir ja die Babys hier reingepflanzt. Jetzt, Moment, ich nehme mal dem an die Seite hier. Vielleicht kann man es schon erkennen. Ich zoome mal ein bisschen näher ran. Ja, da, gucke mal. Da ist ein Baby und da hinten müsste auch irgendwo eins sein. Ich sehe es gerade nicht. Ach, da ist ein ganz, ganz klitzekleines. Da ist eine ganz kleine Spitze. Das siehst du jetzt wahrscheinlich nicht, weil da Steinchen vorliegen. Ich schiebe das mal ein bisschen an die Seite. Da. Also, die sind tatsächlich auch gewachsen hier, die Babys. Boah, so nah ran ist mal so eine Sache. Okay, mal gucken, wie das sich hier weiterentwickelt. Alokasia. Die Amazonica Polly, die stehen ja auch noch. Sind zweierlei, die hier stehen. Machen sich richtig prächtig. Die wachsen wunderbar. Auch hier am Fenster steht noch eine. Macht sich richtig schick. Ja, wenn du es erstmal raus hast, dann läuft das. Ne? Hier steht noch eine von den Pollys. Die steht hier im Flutsystem. Also die hatte ich komplett geflutet, also bis der ganze Topf voll war. Müsste ich jetzt eigentlich mal reingucken, wie es aussieht langsam wieder. Obwohl, das wird noch einige Tage dauern, bis wir da eingreifen müssen. Da wollte man mal gucken, wie die das vertragen im mineralischen Substrat. Ne? Also geflutet werden und dann erst natürlich wieder gießen, wenn es dann ja, im Prinzip notwendig wird. Also das ist schon eine interessante Geschichte. Soll ich den mal rausnehmen? Pass mal auf, kriege ich das denn so jetzt hin? Jo, ich muss mal aufpassen, dass ich die Kamera nicht zu schnell bewege. Ja, das ist auch, wenn du gehst, musst du ja auch gucken, ne? Ganz schlecht im Bildschirm. Von daher, pass mal auf. Moment, ich muss das anders handhaben, weil das steht gerade alles voll hier. So, die Alokasia Sebrina mit ihrem neuen Blättchen macht sich wunderbar. Also komm, wenn, dann zeigen wir sie alle mal, ne? Wenn, dann bleiben wir jetzt mal bei den Alokasien. Da steht nämlich noch eine, und zwar die Stingray. Die macht sich auch richtig gut mittlerweile. Die hat jetzt Blattglanzspray bekommen gestern
weil die auch immer wieder mal Spinnmilben hat. Und von daher mal gucken, wie das damit dann läuft. Okay, wie gesagt, ich mache mal eben just eine andere Einstellung. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das jetzt gemeinsam so hinbekommen, wie ich mir das vorstelle. Oh, die sind so schön. Frauenschuh, so schön. So, ja, auch experimentell und hat von Anfang an geklappt. Das ist so eine coole Sache. So, was sagst du uns jetzt hier? Ein Blatt ist gegangen, sehe ich gerade. Das nehmen wir mal just ab hier. Das ist aber nicht so tragisch. Das ist ganz normal. So, hat auch mittlerweile schönes, dickes Stämmchen. Dann schauen wir da jetzt mal, wie das aussieht. Wie gesagt, dass ich da mal Gewissheit habe, ne? Oh, ja, da ist nicht mehr viel drin. Es ist zwar noch was drin. Ach, kannst du gar nicht sehen, ne? Kriegen wir das hin? So ein bisschen steht da unten noch, ne? Also, Wurzeln sehen gut aus, muss ich sagen. Von daher hat das also scheinbar funktioniert. Nach wie vor ganz klar im Test das Ganze. Wollen wir abwarten. Wenn sie gegossen werden muss, dann gieße ich sie wieder voll. Also flute sie komplett dann wieder. Und dann schauen wir mal, wie die Pflanze sich verhält. Also wenn die hops geht, ist nicht so schlimm. Ne? Wir haben noch ein paar und von daher ist das dann okay im Experiment. Einfach mal versuchen, damit man Erfahrungen sammelt. So, weiter geht's gleich. Dann schauen wir uns auch wirklich alle Alokasien an, die wir hier drin haben. So, saugen kann ich jetzt dahin. Das sollte auch richtig schön abgetrocknet sein wieder. Da ist mir ein Malheur passiert. Da ist ja die Monstera einmal umgekippt. So, das neue Blatt hier kommt wunderbar heraus. Und ja, die werden immer schmaler, habe ich das Gefühl. Aber die sehen richtig hübsch aus, muss ich sagen. Das sind die Bambino. Alokasia Bambino. Damals dachte ich erst zu Anfang, dass die ersten Blätter rauskamen. Hier sieht man so eins. Die würden so ähnlich sein wie die Alokasia Amazonica Polly. Aber tatsächlich, wenn man das jetzt mal im Bilde sieht, die sehen also wirklich ganz anders aus. Hier siehst du noch so ein Blatt, ne? Da hätte man echt denken können, das ist eine Polly. Aber die neuen Blätter jetzt, die wachsen alle ja, spitz heraus, wie ein Schwert. Ja, okay. Ich denke mal, dann reicht das jetzt hier aus dem Raum für heute erstmal. Dann haben wir noch die Alokasia Lauterbachiana hier im Badezimmer. Die Blätter sind jetzt alle Richtung Fenster gerichtet, ganz klarer Fall. Aber das ist schon ein richtiges Monster. Also die werden riesengroß. Ja, und die sehen auch hier im unteren Bereich, da kann man jetzt natürlich nicht so viel erkennen, richtig schick aus, weil das alles schön dick geworden ist. Aber wie gesagt, ist jetzt alles zugewachsen hier. Und hier ist noch eine Polly, die haben wir damals mal gerettet aus dem Baumarkt. Die sah nicht mehr so toll aus. Und die hat also auch einen wunderschönen dicken Ansatz unten mittlerweile. Das sieht richtig genial aus. Hat er jetzt auch zwei Neuaustriebe, einmal hier und einmal links. Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch erkennen kann. Also die macht sich auch richtig gut hier, die Polly. Okay, das kurz dann zu Lauterbachiana. Also das wäre eine richtige Monster. Die hat allerdings auch einen großen Topf hier. Eine Alokasia haben wir noch, und zwar ist das eine Sebrina. Bekommen haben wir sie als Variegata. Momentan ist es aber so, sie hat noch alles komplett grüne Blätter. Das ist jetzt das Neueste, was herausgewachsen ist. Müssen wir mal gucken, wie sich das Schätzchen weiterentwickelt. Auf jeden Fall hat es ein ganz anderes Wachstum als die große Sebrina, die wir haben. Denn die macht hier von Anfang an richtig lange Blätter und auch kleine Blätter, wie wir sehen. Das war damals bei der großen Sibrina, die wir haben, ganz anders. Sie hat von Anfang an dickere Stängel gehabt, ist auch kompakter gewachsen gewesen anfangs, hat viel größere Blätter ausgebildet. Es scheint tatsächlich auf jeden Fall eine andere Sorte zu sein. Da gibt es wohl, so wie es aussieht, auch Unterschiede. Ne? Und dann wollen wir mal gucken, wie die Sibrina sich dann weiterentwickelt. Steht auch fest drin hier, die haben auch schon tiefer gepflanzt, man sehen kann. Ja, ist schon interessant, ne? Also wie unterschiedlich das alles so wächst. Okay, das mal kurz am Rande mitgenommen, dass wir davon auch ein Update haben. Ich glaube, dann haben wir alle Alokasien, die wir haben, heute durch. Ich glaube, ich hoffe, ich habe keine vergessen. Ich gucke nochmal rum, aber ich meine, das wären sie jetzt alle gewesen. Das andere sind ja alle Syngonien und Philodendron. Nee, ich meine, das wären sie jetzt alle. Ich gucke trotzdem nochmal. Mit der Zeit sammeln sich schon so einige Pflanzen an. So, ganz kurz gezeigt, wurde ich nachgefragt. Die Herzblättchen, die sehen jetzt so aus. Da tut sich nach wie vor nichts, aber sie leben und sind schick green. So, das kurz als Update. Bitteschön. Und jetzt kommen wir mal kurz zu der Monstera Thai Constellation als, ja, als Anhängsel in dem Sinne. Denn wir dürfen heute wieder ein bisschen Wasser nachfüllen und wir haben ja vor kurzem etwas verändert hier. Und da möchte ich jetzt wissen, wie sieht das denn aus? Das sieht soweit okay aus. Da liegen Eierschalen unten drin.
Wurzeln sehen nach wie vor hammermäßig aus, muss ich sagen. Also das ist echt ein Phänomen. Das mag einem bald kein Mensch glauben, dass das so gut funktioniert. So, okay, das neue Blatt schiebt sich auch wunderbar heraus. Auch die neue Wurzel kommt jetzt schon heraus. Am liebsten würde ich ihn jetzt schon abschneiden. Ich sage, da habe ich so richtig Lust hinzu. Wir gucken uns das Ganze jetzt noch mal kurz ein bisschen näher an. Und ich werde dann gleich nachmessen und euch die Werte sagen und gegebenenfalls, was wir machen, ob wir eingreifen, wie wir eingreifen. Ja, also das ist schon eine mega Geschichte hier mit der Thai Constellation. So, dann fahren wir mal kurz runter und schauen uns das Gebilde nochmal gemeinsam an. Weil man hier oben jetzt den Ansatz im Prinzip oder Stammstückchen ist. Da kann man so ungefähr 2 cm Wasser jetzt nachfüllen. Man sieht auch die eine dicke Wurzel, die neue, die herausgewachsen ist. Die liegt auch oben auf der Wasseroberfläche schon auf so ein bisschen. Von daher füllen wir auf jeden Fall ein bisschen nach. Das halten wir möglicherweise so konstant. Ein bisschen absacken lassen, so wie jetzt ungefähr, und dann wieder nachfüllen, dass die Wurzel, oh, das sieht so hammermäßig aus, dass die Wurzeln immer schön im Wasser sind. Ja, also das ist schon Wahnsinn. Also ich habe schon bald das Gefühl, die wachsen jetzt noch schneller. Oder? Was denkst du? Interessanterweise sind die Wurzeln jetzt auch grün geworden. Ja. Okay, nicht mal lange sind sie unten angekommen. Also, wie gesagt, ich werde das jetzt mal nachmessen und euch dann sagen, wie das Ganze hier aussieht. Alter, ihr seht jetzt aber im Ernst, ne? Was sagst du? Die sind doch jetzt, seitdem wir das letzte Mal gesehen haben, viel heftiger am Wachsen, oder? Was sagst du dazu? Alter, das ist jetzt aber echt mal Burner. Okay. Ja, da unten liegen die Eierschalen. Da sieht man jetzt keine Veränderung, aber was soll's. Ja, dann lass uns überraschen, wie das gleich hier aussieht. So sieht das jetzt aus. Wir gucken uns erstmal den pH-Wert an. Das steckt jetzt schon einige Zeit drin. Ne? Ist nämlich interessanterweise gestiegen. Und zwar auf 4,5. Letztes Mal waren wir bei 4. Und ja, er ist definitiv gestiegen um 0,5. Dass wir das heute so schon mal mitnehmen können, festhalten. Ne? Könnt ihr euch gerne aufschreiben. Ja, okay. Das heißt im Klartext, jetzt muss ich mir gerade überlegen, was wir nachfüllen. Also wie gesagt, eingegriffen haben wir letztes Mal vor ein paar Tagen mit den Eierschalen. Ne? Die haben wir da reingeschmissen. Und dann ist das dementsprechend jetzt tatsächlich etwas gestiegen. Das ist schon mal ganz gut, so mitzunehmen. Mal gucken, ob wir das dann noch auf 5,5 kriegen mit der Zeit. Wie gesagt, die Eierschalen, die geben das sehr langsam natürlich ab, den Kalk, ganz klarer Fall. Aber es scheint zu funktionieren. Ne? Aber wie gesagt, alles noch Test. Ne? Von daher müssen wir gucken, wie das damit weitergeht. Auf jeden Fall. Also das ist schon. Jetzt sag doch mal ehrlich. Schreib es mal in die Kommentare. Bitte. Ist das jetzt wirklich so, dass die Wurzeln schneller gewachsen sind? Doch, ne? Oder? Oder doch nicht? Bilde ich mir das nur ein? Also das ist schon Hammer. Okay, ich messe mal den Mikrosiemenswert mit euch gemeinsam noch. Und dann denke ich mal, kommen wir gleich zum Ende. Oh, das ist aber echt, ne? Hammer, Hammer, Hammer. So, nochmal eine kurze Info. Wir haben den Compo Complete von Compo früher verwendet. Jetzt haben wir schon lange, lange Zeit den nicht mehr verwendet, sondern den Grünpflanzen- und Palmendünger. Es ist nur auch so, dass wir halt überwiegend Grünpflanzen haben und von daher seit langer Zeit schon. Ne? Das ist jetzt, glaube ich, schon die zweite Dose, die ich jetzt leer habe bald. Das nochmal kurz am Rande erwähnt, weil ich immer wieder nachgefragt werde, welchen Dünger ich verwende. Der Compo Complete geht auch. Ganz klarer Fall. So, jetzt. Also das ist jetzt aber mal hammermäßig, ne? Das ist, da bin ich jetzt so begeistert von. Ich meine, wie lange ist das jetzt her? Warte mal, steht das hier drauf? Ja, am 13.08. haben wir das gemacht. Wie viel haben wir heute? Ich weiß es gerade nicht auswendig, ich muss mal gucken. Es ist auf jeden Fall noch nicht lange her. Am 13.08. So, jetzt brauchen wir noch den Mikrosiemenswert. Das ist ganz wichtig. Ich habe das Gerät übrigens gerade sauber gemacht. Wir sind bei 570 Mikrosiemens. 570 Mikrosiemens und wir hatten drin 620. So, das muss ich mir jetzt gleich auch aufschreiben. Nee, nachher, wenn ich den Film gucke. So, das heißt, boah, ich bin begeistert. Ach so, was füllen wir jetzt nach? Der Mikrosiemenswert ist gesunken. Der pH-Wert ist etwas gestiegen. Was hatte ich gerade gesagt? 570, ne? 570, stimmt das noch? Ja, 570. Haben wir noch mal drin hier? Nee, ist alle. Ist mal wieder alle, ich sage dir, schade. Sonst würde ich sagen, füllen wir jetzt einfach mal die 500er-Variante nach, wie wir das so handhaben. Ja, das machen wir auch so. Also ich fülle jetzt die 500er Variante nach. Brauche ich jetzt nicht unbedingt zeigen, ne? Kennen wir ja, wie das funktioniert und läuft. Ich bin echt platt, ey. Das ist so.
Wenn man sich das Gebild, Wurzelgebilde anguckt, das ist viel, viel interessanter als die Pflanze selber. Wobei die Pflanze ja schon eine Rarität ist, aber die Wurzeln, also das ist jetzt aber. Ich bin so geflasht, das sag ich euch, das sieht so genial aus. Da kann man echt nur staunen. Wirklich staunen, staunen, staunen. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir sie abschneiden können und dann auch vermehren. Oh Mann, also da ist jetzt echt mal, da sind wir ein Stück weitergekommen jetzt. Ne? Die simpelste Art und Weise, Eierschalen. Hätte man noch früher drauf kommen können, ne? Sag dir du. So, jetzt bin ich aber platt geflasht. So, pass mal auf. Ach so, die Juwelorchidee machen wir ein andermal, weil ich muss mir so eine Konstruktion überlegen, mit denen möchte ich auch in der Wasserkultur halten. Ach so, sauber gemacht, das wollte ich auch noch erzählt haben. Und zwar habe ich hier Zitronensäure drin, also Zitronensaft, ne? Kennst du aus diesen gelben Dingern, ne? Diese quietsche Dinger. Und das habe das Gerät einfach 10 Minuten drin stehen lassen, dann sauber gespült und dann geht das wieder richtig. Das spinnte nämlich so ein bisschen, schwankte hin und her zwischen 30, 40 Mikrosiemens, immer ging mal hoch und runter und da weißt du schon, da ist verdreckt und dann einfach in die Zitronensäure mal reinstecken, ein bisschen drin stehen lassen und dann ist das wieder sauber. Das mal am Rande noch mitgenommen. Ah, das ist jetzt aber echt, also bin ich so geflasht von. Ich meine, wenn dann jetzt noch wir jetzt das so hinbekommen, dass wir bei den großen Weißanteilen keine Flecken mehr drauf kriegen, das wäre dann noch schlechthin das Beste, was es überhaupt gibt, ne? Da könnte man nämlich auch überlegen, ist natürlich, kommt jetzt auf die Menge an. Das ist wieder jetzt so eine Sache. Da sind wir auch wieder ganz am Anfang. Wie viele Eierschalen könnte man rein theoretisch mit ins Wasserreservoir bei der Selbstbewässerung packen? Oder mit ins Substrat mit einmischen tatsächlich direkt auch schon? Dann vielleicht zerkleinert. Also ne, in kleineren Stücken in dem Sinne. So, pass mal auf. Das lassen wir jetzt so stehen. Rente einfach weg, das lassen wir so stehen. Weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Und ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ohne die würde das hier alles gar nicht laufen. So ist das, ne? Das war schon immer so und das wird immer so sein. So, ja, pass mal auf. Also da ist aber echt, du. Gut, jetzt habe ich die Werte nicht gezeigt. Zeige ich beim nächsten Mal dann nochmal. Ich werde es jetzt nochmal aufschreiben, auch für mich dann. Für euch auch, ganz klarer Fall, damit wir das weiter begleiten können. Weil das ist jetzt echt Wahnsinn. Also, meine Güte, wie lange machen wir das schon mit dem Schätzchen hier? Und jetzt plötzlich funzt. Aber wie? Ich sage dir. So, ich lasse das Bild jetzt so stehen. Oh, mich mal ein bisschen abregen wieder. Ich bin immer schnell aufgeregt. Ist so. Auch jetzt wegen der Einschulung. Das sind jetzt noch 2 Tage. Oh Mann, ey. Ah, das wird ein aufregender Tag. Vor allem, ich muss ja auch gucken, dass ich schlafe zwischendurch. Ja, hoffentlich wird das nicht zu viel Trubel geben. Okay, so, komm, reicht für heute, würde ich sagen. Ach so, die Knollen wollte ich noch eingesetzt haben. Ich schmeiße erstmal ins Wasser von der Alocasia. Na, welche war das jetzt? Die Alocasia Red Secret. Die schmeiße ich erstmal ins Wasser. Ach, vier waren das, hatte ich vorhin 3 gesagt? 4 sehe ich gerade. Also nicht 3, 4 Knollen haben wir davon. Ja, okay, komm, reicht jetzt erstmal, ne? Ach, dann ist schon eine Birne. Oder die Waldfee.